Ich würde vielleicht auch nochmal die Waffen wechseln hier, weil die Gegner echt stark sind. Aber vielleicht probiere ich auch erstmal aus, den Ripper noch weiter leer zu machen und die starke Munition noch zu sammeln. Bin auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ja, eben hatte ich das Problem, dass sich der Cursor nach vorn bewegt hat, während das Schreiben, ohne dass ich auf Pose 1 bin. Ja, ja. Ja, das während des Schreibens. Ja, das ist auch bei ihm Chat halt, ne? Ja, ja. Das Twitch ist irgendwie gerade ein bisschen. Weiß ich nicht, wie man das nennen soll. Als wenn die da irgendwas Großes umändern und deswegen die Performance ja nicht so richtig einsackt, aber. Credits? Irgendwie, die Performance sich oder die Steuerung sich komisch verhält insgesamt. Und die Verbindung zu den Streamern. Keine Ahnung. Ja, zickig, genau. Ich will jetzt auch keinen Witz über Weltfrauentag machen und Stream-Probleme oder Twitch-Probleme, weil die bestehen ja schon länger. So. Was haben wir da denn noch? Ich mache das so, nicht weil ich die Waffe gerne im Anschlag habe, sondern wirklich wegen der Taschenlampe. Ihr seht das ein bisschen heller bei Twitch und auch bei YouTube. Das soll aber auch so sein. Für mich ist es dunkel wie ein Bärenarsch, aber ich spiele halt gerne in der vorgedachten Dunkelheit. So, da kommen kleine Viecher raus aus dem, ne? Oh, guck mal da. Den habe ich gar nicht gesehen. Lass nur mal kurz rennen. Oh, scheiße, ich wollte mich gerade da ihn umdrehen. Scheiße. Jetzt kam ich nicht mehr raus. Jetzt kam ich nicht mehr raus. Was wollte ich denn sagen? Ich habe keine Ahnung. Ja, natürlich, ich huldige Dago jeden Tag. Jeder Tag ist ein Dago-Tag. So. Na, also mit scheiß Kabel hier. So. Wie machen wir das denn am besten? Brauchen wir ein bisschen mehr Power. So, das hier ist auf jeden Fall die Rettungskanzel von uns. Wo das Übel quasi seinen Lauf genommen hat, ist die Frage, wie viele Besatzungsmitglieder hier denn sind. Aber wir haben ja auch schon zig Monster hier getötet. Es können ja nicht mehr Monster sein als Besatzungsmitglieder, ne? Ja, nee, ich wollte sagen, ich spiele gerne laut und in der gedachten Gamma-Einstellung, die der Spieleentwickler sich so überlegt hat, auch, damit das nicht alles so überhell wird. Mal gucken, dass von hinten nicht doof angegriffen werden. So. Flammenmeer. So, der ist erstmal schön in die Elektrik geraten gerade. So, den haben wir auch gut erwischt. Gucken. Ja, ich überlege schon, ob ich mir die stärkere Waffe nehme. Aber ich will mir die gerne noch aufbewahren. Boah, aber für die wäre es, glaube ich, angebracht, ey. Komm schon. Wenn man da das Stase-Modul, glaube ich, trifft, dann drehen die irgendwie durch, ne? So, jetzt habe ich schon wieder keine Energie mehr. Alter, das ist aber auch. Haben wir ja noch Energie? Ne. Credits. Da will ich nichts gesagt haben. Flauschwolle, ja? Von der Flauschwolle hast du schon mal erzählt. Oh nein, ist das euer Ernst? Jetzt der auch noch. Ja, aber den bin ich schon gut erwischt jetzt, oder? Kommt der nochmal? Er kommt nochmal. Dann bleibt mal schön da stehen. So.
Ey, voll Brutzel, Brutzel, ey. Ah, sehr gut. Schön in die Elektrik gelockt hier. So. Jetzt werden wir hier unser erstmal das alles looten und dann werden wir mal unseren Waffenbestand überprüfen. Gut, Heilung können wir gut gebrauchen. Nachladen. Ja, Flauschwolle hast du erzählt. Die ist ganz so flauschig und weich. Macht ihren Namen alle Ehre quasi. Ja, Wolle ist schon was Feines, ja. Man verzichtet ja eigentlich insgesamt so drauf im modernen Leben, einfach wegen dem Pflegeaufwand, denke ich mal. Ich wüsste gerade gar nicht, dass ich viele Sachen aus Wolle habe. Ich glaube nämlich eher nicht. Muss ich insgesamt nochmal nachgucken, aber viele sind es wirklich nicht. Fällt eigentlich nur gerade. Nee, gar nicht wahr. Der Schal ist aus irgendeinem Mischgewebe, glaube ich, mittlerweile der neue. Sie waren für einen Krieg ausgerüstet. Es war keine Patrouille. Sie wussten von der Ishimura. Irgendjemand wusste es. Ja, das haben wir doch schon gelesen. Seitdem wir hier ankamen. Naja, nicht unbedingt. Wenn die Infektion noch nicht ausgebrochen gewesen wäre, dann wären wir in Quarantäne gekommen. Wahrscheinlich oder Isolation erstmal. Ah, eigentlich muss man ein bisschen heilen machen. Ich weiß, ob es sich lohnt, hier noch weiter wegzuräumen, aber ich glaube nicht, ne? Das sieht jetzt nicht unbedingt so aus, als wenn man durch das Freischaufeln noch mehr bekommt. Oder noch mehr findet. Dann werden wir mal kurz die Waffen durchgehen. Ah, dankeschön. Das Impulsgewehr lasse ich mal drin. Und den Flammenwerfer brauchen wir so ständig. Wir nehmen mal jetzt die Energiekanone noch als kräftige Waffe hier oben. Da. So. Ja, so machen wir das. Das sind noch Stase-Dinger. Ja, und dann können wir hier durch, genau. Okay, keine Ahnung. Wenn es da einen Befehl für gibt, dann kenne ich ihn nicht. Aber die Dago ist auch mehr im Thema als ich. Weiß ich gar nicht. Müsste Dago vielleicht mal beantworten. Ich weiß nicht, ob sie es gerade sieht. Also ich weiß, sie ist da irgendwo und lauert und lurkt und überall, aber weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was dann passiert. Ich bin, muss ich zugeben, gar nicht so oft unterwegs auf dieser Plattform. Einfach auch aus Zeitgründen. Ist auch komisch eigentlich, ne? Aber gut, ist normal so. So, den können wir mit Strom versorgen, ne? Speichern wir erstmal. Es gibt den Befehl, das macht mich traurig. Ja, okay, sorry, tut mir leid. Vielleicht, wenn du Dago mal am Rohr hast oder im Chat oder beim nächsten Stream, dann ganz lieb bitte, bitte sagen. Vielleicht kann sie da was machen. Das ist der Maschinenraum, nicht wahr? Das ist in manchen Filmen auch so, ne? Dass solche Sachen dann überbrückt werden müssen. Und ich glaube, bei Galaxy Quest macht man sich auch sehr gut darüber lustig. So, wo irgendwer so ein Schiff konstruiert, wo sowas passieren kann oder wo sowas drin ist. Das gleiche habe ich mir gerade auch hier gedacht. So. Er denn jetzt schon wieder? Isaac, reiß ich ja mal ein bisschen zusammen. Das bringt nichts, ne? Da muss ich so dadurch. Ich weiß jetzt noch nicht. Hä? Okay, wir sollen da hinten lang, okay. Guck erstmal, was es hier so gibt. Credits? Ripperklingen. Credits. Das war nur 100, aber immerhin, Kleinvieh macht auch Mist. Nochmal ein paar Credits. Soll ich jetzt echt nochmal dahin? Warte, ich gehe jetzt erstmal hier lang. Jetzt bin ich schon mal hier. Für irgendwas muss das ja gut sein. So, immer schön warten, bis das Ding gelandet ist. Wahrscheinlich kriegen wir da nämlich jetzt einen Energiekern her, ne? Könnte ich mir vorstellen.
Oder auch nicht. Feuerlöschanlage. Ah, nice. Hat anscheinend funktioniert. Aufzüge einschalten. Beide funktioniert. Na, komm. So, jetzt brauche ich was Dickeres. Also zwei davon sind ein bisschen heftig. Was hat die jetzt zerrissen? Ich weiß nicht. Was war das denn jetzt? Warum ist denn da hinten gestorben? Ist er durchs Feuer gekommen? Keine Ahnung. Ja, das muss so warm sein, dass man sich nicht bewegen kann. Habe ich mir auch so gerade gedacht. Er stöhnt ja auch so ein bisschen. Aber andererseits hat er ja auch einen Sicherheitsanzug an, ne? Das muss man ja auch mal sagen. Das ist ja extra so ein Mechanikeranzug. Ich denke mal, dass der viel abhält auch. Das ist ja extra einer hier für... Der ist ja Ingenieur hier, der Isaac oder Mechaniker oder so. Der hält ja auch den luftleeren Raum aus, der Anzug. Auch wenn er jetzt nicht wie ein Astronaut einen Anzug aussieht, aber er hält ja wirklich die Nicht-Atmosphäre aus. Von daher wird er mit dem Feuer wahrscheinlich auch klarkommen. Könnte ich mir so vorstellen. Das sieht hier irgendwie nicht vertrauenserweckend aus. Warum ist das hier so? Ah, die kann man auch noch wegziehen. Aber die nicht mehr, ne? Ne. Ja, mach mal, es sind ja Sachen, die da versteckt. Also da hinten habe ich jetzt nicht gedacht, weil die stehen so willkürlich. Ja. Frachtraum. Ach, ich bin doch wieder zurückgegangen, ne? Oder? Ich muss doch in den einen Fahrstuhl rein, ne? Jetzt habe ich mich verquatscht wahrscheinlich. Ja, genau, ich musste doch in den Fahrstuhl. Machen wir doch glatt. Interessant, dass er hier so mit Kiephebeln oder Kolbentechniken arbeitet. Naja, da haben wir schon gedacht, dass wir da hinten hin müssen irgendwo. Nochmal eben gucken, ob hier noch irgendwas liegt. Ich hab das... Na. Nein! Die halbe Shimura ist drin. Jemand muss die Tür öffnen. Was hat dieses Ding mit dir gemacht? Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Ich wollte mal eben die Waffe wechseln, weil ich dachte, es kommt was Dickeres. Kommt auch, aber nicht für uns gefährlich scheinbar. Okay, auf jeden Fall muss ich nicht gegen ihn kämpfen. Das ist ja auch schon mal was Positives. Okay. Ja, dann nehmen wir jetzt den wieder. Ich hatte jetzt was Dickeres ausgerüstet. Es kommt auch was Dickeres. Warte. Rüber auf die Finger. Drück mal S. Warum soll ich den S drücken? Dann geht er rückwärts. kannst du auch so machen hier. Warte mal. Hier, so. Kannst du mir auf die Finger gucken. Das ist für die Lenkradsteuerung, wenn ich wieder Euro Truck Simulator spiele oder sowas. Habe ich auch mal wieder vor, so entspannt am Sonntag mal so schön cruisen. Ach so, da rum ja. Ja, ich habe ein Pad. Das ist zusammengebrochen, Lea. Aber alles gut. Oh mein Gott. Ja, ich gebe mir ja schon Mühe. Ich mit meiner Orientierung. Ich glaube, aber ihr könnt mich gerne korrigieren, auch wenn ihr nicht live auf Twitch seid, auch gerne mal bei YouTube-Kommentare oder so. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass das Schiff hier in dem Originalteil ganz anders aussah. Oder täusche ich mich da? So, mit Gegnern dürfen wir uns jetzt nicht aufhalten. Sagte er. Oh. Oh, okay. Scheiße, wo lang denn jetzt? Doch, da lang, ne? Ach, da.
Okay, und jetzt? Doch da rein. Aber wer war da denn? Komm, wir gucken mal. Hä? Wer ist denn da jetzt noch rumgelaufen? Ihr habt das auch gesehen, ne, oder? Na, also könnt ihr gerne mal schreiben irgendwie. Ich meine mich, das sehe ganz anders, hätte ganz anders ausgesehen. Guck mal, da liegt auch noch was. Nö, ja, wir machen mal eine schöne Shoppingtour. Ja, Aufzüge im Brandfall nicht benutzen, genau. Das Problem ist, hier gibt es scheinbar kein Treppenhaus. Wir haben quasi keine Wahl. Ja, das ist auch irgendwie, ne? Aber wir sind ja in der Zukunft, vielleicht liegt das daran. Boah! Hinein! Ins All! Ach, schön. Ja, ist schon cool gemacht. Auf jeden Fall sehr cool gemacht. Ich wünschte, die würden das nochmal nachpatchen für so ein paar Sachen, die jetzt so extrem aufgefallen sind. Schade. Scheiße, das war knapp. Sam, Johnson, jetzt Hammond. Und ich sehe Bewegungen auf der Welle. Ich glaube, einige dieser mutierten Soldaten sind an Bord gekommen. Was ist mit dem Singularitätskern der Welle? Es ist voller Blut. Aber ich hab's. Ich hoffe, Hammond hatte recht mit dem Shuttle. Er sagte, der ist auf dem Besatzungsdeck. Genauso wie alle Unitologen auf dem Schiff und der Marker. Du musst... Moment. Jemand hat die Tür in der Nähe des Rückenatriums geöffnet. Damit kommst du aufs Besatzungsdeck. Aber wer ist noch übrig und hat so eine Freigabestufe? Isaac, der Arzt, der uns angefunkt hat, ne? Wir müssen das Shuttle erreichen. Sei bitte vorsichtig. Wir sind die Einzigen, die noch übrig sind. Wrack, schließe Kapitel 9 in einem beliebigen Schwierigkeitsgrad ab. Ja, das war hier quasi die Valur. Ah, danke, Emi. Das freut mich. Lese ich auch nicht so oft. waren wir da jetzt eigentlich schon drin? Ja, natürlich, ne? Das wäre irgendwie akklimatisieren hier gerade. Da ist aber noch ein Raum geradeaus drüber. Da sollen wir aber nicht rein. Das heißt, wir speichern hier mal. Ja, ja, da, doch, das schon. Aber ich lese es halt nicht so oft. Oder andere Leute sagen es natürlich nicht so. Ja, doch, alles gut. Hier waren wir noch nicht. Audiolog. Logbuch des Kommunikationsraums. Kommunikationsoffizier Bailey hier. Ich möchte das festhalten. Das Schiff wird angegriffen, aber Captain Mathias weigert sich, einen Notruf abzusetzen. Bailey. Und wir alle wissen warum. Diese ganze Angelegenheit ist illegal. EG-7 war abgeschottet. Sie wussten es, wir wussten es. Und wir haben nichts gesagt. Das ist jetzt vorbei. Mayday, Mayday, Mayday. Hier ist die USG Ishimura. Wir brauchen... Moment. Er hat das ganze Kommunikationsarray offline genommen. Das ist vorbei. Es gab also auch noch Leute, die wirklich dann auch Hilfe rufen wollten. Da ist seine Rick, Kommunikationsoffizier. Ich glaube, damit schaltet man ja auch irgendwas frei, ne? Hatten wir irgendwie mal gelesen, ne? Wische ich den unsichtbaren Schweiß von den Sternen? Wegen dem Hitzeraum gerade, oder? Er wird hier fleißig mitgefiebert erstmal. War schön, dass ich so oft die Navigationsgeschichten hier benutze, aber wenn man auch nebenbei noch Quatsch irgendwie, das ist aber typisch beim Stream und so, dann... Also ich auf jeden Fall habe dann natürlich auch etwas leichte Konzentrationsschwierigkeiten manchmal. Oder aber man... spielt auch nicht so gut, wie man spielt, wenn man sich nur aufs Spiel konzentriert. Ist jetzt aber auch nicht negativ gemeint. Aber ich glaube, das ist vollkommen normal, ne? So, wir müssen in die erste hier wieder. Nein, wegen Dago. Okay, nee, da brauchst du keine Sorgen machen.